die Geschichte wiederholt sich ja. Und viele Leute wissen das gar nicht mehr, wie es früher einmal war. Die jungen Leute können sich das schon gar nicht mehr vorstellen. Sie kennen das ja nicht einmal mehr von der Uroma oder so. Ne? Da ist ja schon mindestens eine Generation dazwischen. Die Kinder hören zu, die Erwachsenen hören zu und sie sehen im ersten Eindruck, welche Schätze dieses Museum hat. Ich war immer schon geschichtsinteressiert und im Museum kann ich das wirklich ausleben. Ja, es ist auch faszinierend, wenn immer wieder Dinge hereinkommen, neue Exponate, die man dann im Archiv deponieren kann und archivieren kann. Wenn man dann so Objekte in die Hand bekommt, fragt man sich immer, was hat das alles schon gesehen, wo war das überall? Eine spannende Geschichte den Leuten zu erzählen, wie es früher das Leben war. Geschichten weiterzugeben macht mich glücklich und ich sehe auch das Glück bei den Menschen, die diese Geschichten aufnehmen. Unglaublich, wie die Leute sich freuen und alle sind begeistert. Das ist wirklich eine Freude, diesen Dank entgegenzunehmen. Ich habe mir gedacht, vielleicht melde ich mich und möchte als Mitarbeiterin dabei sein. Und so geschah es auch. Und nur zu Hause sitzen wäre mir zu langweilig gewesen. Dann haben wir gedacht, na, das ist klasse, da will ich auch dabei sein. Ja, und das war's. Ja, nach 10 Minuten war ich engagiert. Dass ich unter die Leute bin und noch was Sinnvolles mache, ne? Dass ich mich dem Museum zur Verfügung stellen kann. Und das mache ich jetzt schon sehr lange und bin sehr glücklich dabei.